Man muss es ja irgendwie interessant machen, ne? Ja, wie ihr seht, meins ist voll interessant. Ihr könnt ja einfach mal angucken, wie ich hier rum... Ah! Ich alles kaputt mache. Und Amelie schon wieder zu einem Herzinfarkt treibe. Und alles... Autsch, autsch, autsch. Scheiße. Oh, oh, oh. Richtungswechsel. Das oh, oh, macht mir ganz schön Angst. Wie ein Weihnachtsmann. Und schlimmer. Ich will die kleinen Punkte hier. Das gibt's nicht. Wir beginnen die neuen Aufnahmen ganz häufig hier, ne? Also so in der... Ja. Was weiß ich, Reithalle ist das ja jetzt nicht, auf dem Reitplatz oder so. Mit dem Fohlen, mit Amelie. Amelie. Whatever. Ich hätte ihr einen anderen Namen geben sollen. Egal. Schon wieder für den Wettbewerb kleiden, ey. Das gibt's nicht. Die wollen dann hier echt veralbern. Ja. Ich hätte dieses Mal gerne etwas, eine bunte Mischung sozusagen. Ich werde das Gestreifte nicht, ich werde nichts mit gestreift nehmen. Ich nehme jetzt das Grüne hier, also wenn das Grün ist oder sowas in der Art. Das ist die Rote, also ich werde richtig bunt gemischt aufkreuzen. Ja, Stiefel haben wir eigentlich ja schon zuhauf, aber der Vollständigkeit halber kaufen wir nur die hier. Aber genügend Kreuzer. Und die Kappe. Lila. Ich werde mal nachher gucken, was besser aussieht. So. Blaue Hose. Also im entferntesten Sinne blau. Rot. Ich werde wahrscheinlich total freaky auftreten. Egal. Wen kümmert's? Guckt ja sowieso keiner hin. Gucken wir noch, wie unser Pferd ein bisschen demütig muss. Alter. So verrückt muss man mal sein, ich weiß. Ich nehme die Satteldecke. Sättel haben wir auch schon so viele und die sehen teilweise richtig scheiße aus. Auf dem Pferd nachher mal nicht. Egal. Alles doof. Muss schon passen. Noch, wo wir unser Geld sonst ausgeben können. Oder wir sparen es, falls Esteban schon wieder irgendwie versucht, unsere Zinsen... Nee, Zinsen... Egal. Also ich weiß, Esteban wieder irgendwie irgendwelche Scheiße wollte, ob ich wieder Geld brauche oder irgendwas. Will ich diesmal nicht wieder alle anbetteln müssen oder gar irgendwelche Renten gewinnen oder Schätze bergen. Darauf kann ich nämlich gut und gern verzichten. Yay! Ich kauf alles leer. Also bis zu Ende des Spiels haben wir gewiss alle Gegenstände. Da werde ich drauf. Und deswegen kaufe ich mir noch das. Wer auch immer jetzt denkt, ich könnte das Geld besser nutzen, kauft euch das Spiel und spielt es selber. Ich spiele dazu ein bisschen gepasst. Nein, Spaß. Also... das gerne anders hätte. Ja, wie gesagt. Sehr spielen. Macht sowieso viel mehr Spaß, glaube ich. Hey! Hey! Kein Geld mehr. La 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 la. Auf und mal ein bisschen Stiefel. Und Kappen. Und... ja, kein Geld mehr. Und damit können wir auch schon auf unser Zimmer und wir haben... Gegenstände. Das ist alle Anti-Gegenstände. Das ist cool. Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Aber wenn man ein Reiz da ist. Ja. Ich würde mir nicht die Haare blau färben. Ja. Oberteile haben wir auf jeden Fall. Ich bleib bei der Jacke, die sieht cool aus. Thank you.
halt bunt und freaky und aufgedreht und durchgeknallt und irre und so weiter und so fort. Yay, die Ergebnisse sind gut. Unsere Arbeit trägt Früchte. Ein hoffnungsloses Unterfangen. Sonntag, 12. Juli, 8 Uhr. Oh Gott. Der Tag meiner Rache war gekommen und ich verspürte weder Furcht noch Wut noch Zweifel, nur Entschlossenheit. Doch zu schnell hatte ich vergessen, wie gefährlich Esteban war. An diesem Morgen hatte ich einen Brief erhalten, in dem ich um ein romantisches Treffen im Lager gebeten wurde. Oh Gott! Ich glaubte, er stamme von Miguel und da der erste Wettkampf für den Nachmittag angesetzt war, dachte ich, dass mir eine kleine Ablenkung nicht schaden könne. Was? Damit setzte ich weit mehr aufs Spiel als nur unseren Sieg. Was? Oh komm, nee, bitte nicht. Noch irgendwas. Also an dieses Abenteuer kann ich mich nicht erinnern. Miguel? Wo bist du? Bei diesem Rendezvous warst du weniger einfallsreich als sonst. Bist du meiner schon überdrüssig? Ich tue, was ich kann, Herzchen. Esteban, willst du mir wieder drohen? Die Zeit der Drohungen ist vorbei, jetzt zählen Taten. Eine Verletzung vor dem Wettkampf, das kommt häufiger vor, als man denkt. Bleib mir vom Leib. Das wirst du bereuen. Jetzt. What the hell? Zur Hilfe! Zur Hilfe! So helft mir doch! Was? Zum Kuckuck? Nein! Nicht schon wieder! Himmelherrgott! Wir sind natürlich wieder unser kluges Pferd Fleck, das uns viel mehr bringt als Flora. Oh, ich kann mich an dieses Abenteuer nicht erinnern. Ich frage mich überhaupt, ob ich beim zweiten Wettkampf schon war. Nein, ich war hier noch nie. Scheiße, ey. Also jetzt kommt die Zeit, von der ich keine Ahnung habe, wie sie ist und wie sie läuft und so weiter und so fort. Aber ich kenne mich ja hier Gott sei Dank schon aus. Dank zahlreicher anderer Rendezvous etc. Alter, ich bin gerade etwas erschrocken, möchte ich sagen. Ja, genau. Pferd benutzt. What? Ich muss den Ort finden, wo der Wettkampf stattfindet. Sie sind sicher schon alle da. Mir bleiben nur ein paar Minuten, wenn ich noch teilnehmen will. Was? Woher soll ich wissen, was? Woher soll ich wissen, wo der Wettkampf stattfindet? What? Was? Welche Veranstaltung? Finde im Dorf. Im Dorf. Okay. Also das könnte jetzt eng werden. Es wird wahrscheinlich verdammt eng werden. Ich habe so Angst, Alter. Jetzt habe ich echt Angst. Das könnte jetzt gerade eng werden. Ich habe jetzt Angst. Ziemlich. Ich habe gedacht, ich mache dieses Spiel ruckzuck, zacki zacki und ja. Und so weiter durch. Und die Musik macht mich nicht weniger nervös, muss ich sagen. Im Gegenteil. Ich hasse diese Musik. Ich sollte die Musik ausstellen. Die macht alles so schlimm, wie es nicht ist, aber ich laber jetzt einfach, um mir hier die ganze Sorge hier vom Hals zu reden. Vom Hals, genau. Wo findet man Aufzeichnungen? In der Bibliothek, würde ich sagen. Wieso kann ich da nicht rein? Verschlossen oder was? Also ich würde ja sagen, dass das hier das Dorf ist, oder? Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass ich jetzt hier verlieren könnte. Das wäre ziemlich doof, muss ich sagen. Wenn wir dann auch noch dahin reiten müssen. Ja, super. Dann haben wir ein schönes Fleisch, muss ich sagen. Ist auch nichts. Scheiße. Ich denke, kaufen muss ich mir das jetzt nicht, oder? Ist ja ein bisschen Quark. Eigentlich. Betonung auf eigentlich. Eieiei. Karte, 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 Karte.